Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach dem letzten River Vlog wurde ich immer wieder gefragt, was ich für Rigs verwende im Fluss. Das ganze Video hier richtet sich jetzt auch eher an die Einsteiger. Natürlich kann auch jeder Profi vielleicht noch einen Tipp mitnehmen, aber ich denke, das ist jetzt nicht zu kompliziert, was ich hier mache. Und das hat schon jeder gesehen, der wirklich schon länger angelt. Aber für die Einsteiger sollte es doch noch relativ interessant sein. Und ich zeige jetzt einfach mal meine zwei Rigs, die ich im Fluss immer verwende. Und ja, dann können wir direkt loslegen. Im Fluss verwende ich eigentlich nur zwei verschiedene Rigs. Das ist einmal das IQD-Rig. Das verwende ich dann, wenn ich keine Hindernisse im Fluss habe, also wenn ich weiß, dass die Fische nirgendwo reinschwimmen können und alles schön krautfrei und hindernisfrei ist. Wenn das Gewässer viele Hindernisse hat, verwende ich nicht das IQD-Rig, sondern das KD-Rig. Das bin ich hier aus 50 Lip Camo-Material, also es ist ummanteltes, geflochtenes Material, sehr abriebsfest, sehr stark. Und da verwende ich dann auch nicht den normalen Curve Shank, sondern den Curve Shank Double X. Ich zeige jetzt erstmal kurz, wie ich das KD-Rig binde. Sehr simpel. Mache ich mir erstmal ein Stück vom Vorfachmaterial ab. Dann ziehe ich 20 cm von der Ummantelung ab. Ich mache das immer mit den Zähnen. Da gibt es auch ein Tool von Corda. Da habe ich aber gemerkt, dass das leicht die Schnur aufraut. Deswegen ist es mit den Zähnen meistens am besten. Muss man halt nur aufpassen. Dann binde ich erstmal eine Schlaufe fürs Haar hinten. Nimm mir meinen Hakenköder, ziehe den schon mal auf, pack mir hier einen Stopper rein, dann ist erstmal der Hakenköder auf dem Haar fixiert. So, dann nehme ich mir einen Haken, das ist jetzt der Curve Shank in der Größe 6, Doppel X. Die haben auch hinten ein sehr großes Öhr, heißt man kommt auch mit den dicken Vorfachmaterialien zweimal durchs Öhr. Das ist jetzt das Problem auch beim normalen Curve Shank, dass das Öhr einfach ein bisschen kleiner ist. Man mit den dicken Materialien da einfach gar nichts binden kann. Genau, dann ziehe ich mir den Haken hier aufs Vorfachmaterial und mache dann einfach einen ganz normalen No-Knot, 6 Wicklungen. Dann lege ich hier das Haar um, mache eine Wicklung noch vor dem Haar und mache nochmal 2 Wicklungen normal zum Öhr zurück. Und gehe dann wieder hinten durch das Öhr raus. Und fertig ist das KD-Rig. Da steht der Haken nur ein bisschen aggressiver ab. Durch diese eine Wicklung, die man hinters Haar macht. Und ja, das funktioniert. Ist einfach, aber funktioniert. Ich packe unten in die Infobox nochmal den Link. Das sieht man dann alles nochmal in einem genaueren Video, wie man das genau bindet, das KD-Rig. Und ja, im Endeffekt mache ich dann nur noch hinten eine Schlaufe ans Rig und klinke das dann an meinen Safety Clip ein. Fertig ist das Ganze. Das gleiche beim IQD-Rig, das werde ich jetzt hier nicht vorbinden. Da habe ich mein ganz detailliertes Video dazu gemacht mit einem großen Haken und einem riesen Seil. Ich denke, besser kann ich es nicht erklären. Das packe ich auch nochmal in die Infobox. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was ich für Rigs verwende im Fluss. Vielleicht noch ein kurzer Tipp zu meiner Rig-Länge. Das mache ich stark davon abhängig, ob ich jetzt in der Strömung angel oder im strömungsberuhigten Bereich im Fluss. Wenn ich im strömungsberuhigten Bereich angel, mache ich das Rig so wie im Baggersee, nicht länger wie 15 cm, also sehr kurz. Wenn ich dann aber in die Strömung rausgehe und in der Strömung angel, kann das Rig schon mal bis zu 25 cm lang sein. Ich habe das mal gemerkt, ich habe auf Barben geangelt mit Boilie, also auch ganz normale Haarmontage, und hatte sehr viele Fehlbisse direkt in der Strömung und habe zu dem Zeitpunkt einen sehr kurzen Rig gefischt, habe dann die Riglänge deutlich verlängert und hatte dann eben keine Fehlbisse mehr. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass eben auch in der Strömung das Rig immer komplett gestreckt ist. Und wenn es dann zu nah am Blei ist, dann hat der Fisch, der das einsaugt, ob es jetzt eine Barbe ist oder ein Karpfen, ist denke ich egal, einfach weniger Spiel. Und wenn das Rig einfach länger ist, dann hat er doch noch diesen klitzekleinen Weg, um halt das Rig noch ins Maul zu bekommen. Und da hakt man die Fische auch deutlich besser. Also ich hatte schon oft, dass ich wirklich dauerhaft Fehlbisse bekam und dann wirklich nur der Boilie vom Haar weggezogen war. Ich habe mir immer gedacht, das sind irgendwelche Krebse oder so. Aber das hat dann auch nicht wirklich Sinn gemacht in der Strömung. Das waren wirklich die Fische, die einfach nur den Boilie, also wirklich angesaugt haben, aber ihn halt wirklich nicht mit dem Haken ins Maul bekommen haben, weil einfach das Rig zu kurz war. Und das liegt halt wirklich nur an der Strömung, deswegen fische ich in der Strömung mit sehr langen Rigs. Auf jeden Fall mal ein Versuch wert, vor allem beim Barbenangeln oder wenn man mit Barben rechnen kann, ist das auf jeden Fall nochmal ein Vorteil. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich packe nochmal unten in die Infobox die zwei Links.
für die Videos, wie man die Rigs nochmal genauer bindet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.